Herzlich willkommen zum 5. thematischen Podcast für das Seminar Diachronenbeschreibung der deutschen Sprache. Dieser Screencast oder Podcast dient Ihnen zur Vorbereitung auf das Thema Frühneuhochdeutsch. Lesen Sie bitte dazu auch in Wilhelm Schmidts Geschichte der deutschen Sprache die jeweiligen Kapitel, bereiten sich mittels des Readers für das Seminar vor, hören den Screencast und wenn nötig und wenn Sie Interesse haben, greifen Sie auf die Dokumentationen zurück, die in den historischen Kontexten hinterlegt sind. In der nächsten Sitzung werden wir gemeinsam üben und in der darauffolgenden Sitzung möglicherweise schon zum Neurodeutschen springen bzw. zur Varietätenlinguistik. Das behalte ich mir noch vor. Als Titel für diesen Screencast habe ich ausgewählt eine Doppelseite aus der Vollbibel Martin Luthers von 1534, die reich bebildert ist mit Holzschnitten aus der Werkstatt Lukas Kraners. Sie sehen hier den Einstieg in das erste Buch Mose, den Schöpfungsbericht. Das ist die Genesis im Alten Testament. Ich habe aber diesen Titel hier nicht ausgewählt, um auf die besondere sprachliche Leistung Martin Luthers schon jetzt hinzuweisen, sondern eher als Indiz für die Dynamik, die in diesem Zeitalter sich entfaltet, in vielen Teilen und breiten Kreisen der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, und die an den Grundfesten des Hergebrachten stetig und massiv rütteln. Man könnte sagen, Europa erwacht in diesem Zeitalter, und es ist der Moment, in dem man die vorhergegangene Epoche als Medium Aevum, als Mittelalter, als mittleres Alter, als dunkles Mittelalter beschreibt. Eine Ikone dieses Erwachens, dieser Wiedergeburt oder der Renaissance ist zweifelsohne der David Michelangelo, den er zwischen 1501 und 1504 in und für Florenz geschaffen hat. Er steht mit herausfordernder Pose vor dem Florentiner Rathaus und trotzt der Macht Goliaths. Das sind in diesem Fall die Medici. Der David gilt als erste Monumentalstatue der Hochrenaissance und ist möglicherweise die bekannteste Skulptur der Kunstgeschichte. Er ist Indiz und Ikone für viele soziale Dynamiken, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehen kann. Ich kann Ihnen nur anraten, sich mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen in Oberitalien auseinanderzusetzen, denn sie prägen auch die Wahrnehmung dessen, was nördlich der Alpen im Reich vor sich geht. Wenige Jahre vorher, 1492, gelingt Christoph Kolumbus etwas Unerhörtes. Auf dem Weg nach Indien, das er im Westen Afrikas und Europas vermutet, und daneben ist der letzte bekannte Kontinent Asien, entdeckt er etwas Neues, die neue Welt. Er steht für eine Dynamik in dieser Zeit, die an dem hergebrachten Wissen, an dem tradierten Wissen rüttelt und auf der Suche ist nach neuen Erkenntnissen. Das betrifft nicht nur den Lauf der Gestirne, den Stand der Sonne, die Position der Erde, sondern eben auch die Entdeckung neuer Länder über dem Meer. Auch wenn der amerikanische Kontinent 500 Jahre vorher schon entdeckt worden ist, mutmaßlich von Leif Erikson, so ist es doch Kolumbus, der die Kolonialisierung der neuen Welt einläutet, was für Europa unvorstellbare Konsequenzen hat. Zunächst unermesslichen Reichtum, der mit der Ausbeutung der neuen Welt einhergeht. Auf der anderen Seite politische Konsequenzen, mit denen man heute noch zu kämpfen hat und vermutlich auch die nächsten 200, 300 Jahre noch zu tun haben wird. Ein ähnlich markantes Datum ist wiederum vorher die Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453. Das 395 gegründete Oströmische Reich oder Byzantinische Reich geht hier zu Ende. Das hat für die Geisteswelt Europas ganz erhebliche Konsequenzen, denn im Buch Daniel werden die vier Reiche, nach denen das Weltende auf die Menschheit zukommt, ausgearbeitet, und der spätere Kirchenvater Hieronymus bezieht diese vier Reiche auf das Reich Babylons,
das Persische Reich, das Ägyptische Reich und schließlich das Römische Reich. Rom ist schon längst, das Weströmische Reich ist schon längst untergegangen und nun folgt dem Ostrom. Und deswegen braucht man für die Aufrechterhaltung der Ordnung der Welt die Idee einer Transformation, einer Übertragung der römischen Kaiserwürde auf andere Häuser. Und diese Idee wird bezeichnet als die Translatio Imperii. Nichtsdestotrotz haben die Zeitgenossen dennoch das Gefühl, in einer ständig vom Untergang bedrohten Welt zu leben. Dies alles führt dazu, dass man unter anderem wegen diesen Schnitten, wegen diesen Einschnitten, neuen Entdeckungen, Untergangsphänomenen, neuen gesellschaftlichen Dynamiken in der Historiographie um 1500 das Mittelalter enden lässt und den Beginn eines neuen Zeitalters ausruft, der frühen Neuzeit. Das geht mit der Periodisierung innerhalb der Sprachgeschichte nicht immer konform, muss es auch nicht, aber für die Historiographie ist um 1500 das Mittelalter endgültig vorbei. Bereits kurz angesprochen in dem Screencast zum Mittelniederdeutschen hatte ich die Stadtentwicklung Lübecks. Darauf möchte ich heute nochmal eingehen und zwar mit einem anderen Beispiel, nämlich der Stadtentwicklung Leipzigs. Auch hier kann ich wiederum nur ganz kurze Schlaglichter auf die Entwicklung der Stadt bieten, möchte aber einleitend noch einmal auf Lübeck zurückkommen. Sie sehen hier Lübeck in einem Stich, vermutlich im 17. Jahrhundert, bereits mit starken Fortifikationsanlagen, wie es für den Festungsbau in dieser Zeit durchaus üblich war, mit unermesslichem Reichtum gesegnet. Das ist immer ziemlich deutlich an der Anzahl der Kirchtürme prinzipiell und der Türme in der Stadt sichtbar. Türme sind sehr aufwendig zu errichten und sehr teuer im Unterhalt. Immer wieder taucht die Frage auf, wie es denn zu dem Aufstieg der Städte kommen konnte und wie sie so schnell wachsen und prosperieren können. Für Lübeck ist es relativ einfach zu sagen. Die letzte Grenze, an der Waren umgeschlagen werden können, ist die Wasserlinie und Lübeck hat einen Hafenzugang zum Meer. Zu dem ungeheuren Bevölkerungswachstum kommt es nach der Durchsetzung der Dreifelderwirtschaft um 1100. Damit wird die Zweifelderwirtschaft abgelöst und es ist das erste Mal möglich, in der Landwirtschaft einen Überschuss an Nahrungsmitteln zu produzieren, der ein Bevölkerungswachstum erlaubt. Die nicht auf dem Land dann mehr ansässige Bevölkerung wandert in die Städte ab, siedelt sich dort an und wir haben große Übergangszonen zwischen Stadtbürgertum und zum Beispiel Ackerbürgertum, sodass sich die Stadtentwicklung oder Stadtentstehung eher vorstellen müssen als eine Verdichtung von Siedlungen an einem wichtigen Punkt, meist einer Kreuzung, einer Flussquerung oder wie hier in Lübeck an der See. Diese prosperierenden Städte werden in der frühen Neuzeit, die wir uns hier genauer anschauen, und im ausgehenden Mittelalter von zwei Ereignissen sehr schwer getroffen, nämlich einmal der Pestepidemie in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die ganz Europa trifft und die vor allen Dingen noch ein dunkles Kapitel europäischer Geschichte aufruft, nämlich die ersten wirklich weitreichenden Judenpogrome in dieser Zeit. Und zum Zweiten mit den Entwicklungen im Dreißigjährigen Krieg, die jede mitteleuropäische Stadt hart trifft. Leipzig ist zunächst um 900 eine slawische Siedlung an den Ufern der Parthe und wird 1015 erstmals urkundlich erwähnt durch Dietmar von Merseburg. 1165 erhält die Siedlung durch Otto den Reichen, Markgraf von Meißen, Stadt- und Markrecht an der Kreuzung von Via Regia und Via Imperii. Das sind die zwei wahrscheinlich wichtigsten Fernhandelsstraßen im damaligen Europa, wie Sie auf der Karte leicht sehen können. Die Via Regia erstreckt sich von Paris bis nach Novgorod, die Via Imperii von Stettin an der Ostsee bis nach Rom und Venedig über Florenz. Leipzig hat so die idealen Bedingungen, um sich zu einer großen Handelsstadt zu entwickeln. Sie sehen auch, dass andere wichtige oberdeutsche Handelsstädte wie Nürnberg und Augsburg ebenfalls an diesen Straßen liegen.
Hier sehen Sie einen Stich der Stadt Leipzig im 1657, also einer ähnlichen Zeit wie der Stich Lübecks, den ich Ihnen gerade eben gezeigt habe. Auch hier deutlich zu erkennen sind die starken Fortifikationswerke um die Stadt. Was man auf den zweiten Blick erkennt, ist, dass diese Stadt schon sehr stark in die Höhe wächst. Sie erkennen teilweise 3- bis 4 geschossige Häuser auf dem Stich. Ein deutliches Indiz dafür, was man in der Stadt alles innerhalb der Mauern unterbringt. Und die Stadt muss in die Höhe wachsen, da sie aufgrund der Fortifikation nicht in die Weite wachsen kann. Darum soll es mir aber im Detail im Weiteren gar nicht gehen. Ich möchte Ihnen nur zeigen, wie sich Via Regia und Via Imperii in der Stadt kreuzen. Sie sehen hier, dass die Straßenverläufe ziemlich genau in der Mitte der Stadt zusammenfallen, und zwar am Markt. Ebenfalls auf dem Stich schon kurz gesehen haben Sie möglicherweise die zwei Kirchen. Auf der rechten Seite sehen Sie die Thomaskirche, das ist die ältere Marktkirche, die bereits im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Auf dem linken Bild die Nikolaikirche, die nach der Vergabe der Stadtrechte errichtet worden ist. Und hier haben wir jetzt alles in Gänze dargestellt. Die Thomaskirche steht am Marktplatz, an dem sich auch das Rathaus befindet, und die Nikolaikirche steht wenige Fußminuten davon entfernt, an der Kreuzung von Via Regia und Via Imperii. Ebenfalls typisch für diese Zeit ist die Gründung von Universitäten. Leipzig bekommt seine Bildungseinrichtung im Jahr 1409, wird 1497 zur Reichsmessestadt erhoben und 1507 schließlich erweitert Maximilian I., zu diesem Zeitpunkt noch König, kurz darauf Kaiser, das Stapelrecht um die Stadt Leipzig. 1539 schließlich wird die Reformation eingeführt. Wie Sie wissen, hat die Reformation weitreiche Folgen. Auch wenn Martin Luther die Kirche reformieren wollte, also die römische Kirche, so stand es nie in seiner Absicht, die Kirche zu spalten. Schlussendlich führt die Reformation zur Konfessionalisierung und zur Ausbildung von zwei Konfessionen, nämlich einmal der römisch-katholischen Kirche auf der einen und auf der anderen Seite der protestantischen Kirchen, die eine Spannung erzeugen, die sich später im Dreißigjährigen Krieg entladen wird, unter anderem. Sie sehen hier die Stadt Leipzig im Dreißigjährigen Krieg, und zwar während der Belagerung durch Heinrich von Holck 1632. Wie alle anderen Städte leidet Leipzig sehr unter dem Dreißigjährigen Krieg, und die Bevölkerungszahl fiel in dieser Zeit um ein Drittel auf insgesamt 12.000. Sie wird 5-mal belagert zwischen 1631 und 1642 und bleibt ab 42 bis 50 durch Schweden besetzt. Allerdings, das sei dazu gesagt, erholt sich Leipzig sehr schnell von den Wirrungen des Dreißigjährigen Krieges. Und um nur ein Beispiel zu nennen, 1650 erscheinen erstmals die einkommenden Zeitungen, also Nachrichten, 6-mal pro Woche, und sie gelten damit als älteste Tageszeitung der Welt. Mit anderen Worten, an Beispielen der Stadtentwicklung hier für uns waren dies Lübeck und Leipzig, lassen sich soziale Dynamisierungs- und Veränderungsprozesse am Übergang vom Mittelalter in die frühe Neuzeit besonders deutlich beschreiben. Ähnliche Durchschlagskraft, allerdings auf einem ganz anderen Gebiet, hat eine Medienrevolution, der Buchdruck. Gutenberg, so wurde er genannt, bürgerlich hieß er Johannes Gänsfleisch zu Laden, ist ein Patrizier aus Mainz, der um 1450 den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfindet und damit die Technik zur Vervielfältigung und Verbreitung von Wissen revolutioniert. Es wird dadurch nicht mehr Wissen geschaffen, sondern Wissen, das vorhanden ist, wird zugänglicher und dadurch in kommunikativen Umlauf versetzt. Zur Ikone des Buchdrucks wird seine 42-zeilige Gutenberg-Bibel, die noch heute als mustergültiges Exemplar dafür gelten kann, wie sich der noch junge Buchdruck versucht, vor den Handschriften abzusetzen. Sie sehen eine Abbildung aus der Göttinger Gutenberg-Bibel um 1454. Diese Gutenberg-Bibel ist jetzt etwas über 500 Jahre alt und ist in hervorragendem Zustand. Kenner behaupten, dass sie sich vom Ursprungszustand kaum unterscheide, was an der hervorragenden Qualität der Materialien. Inkunabeln, also Wiegendrucke wie diese Gutenberg-Bibel, entstanden in sogenannten Offizien, das heißt den ersten Druckstätten,
die aufgebaut wurden. Das war natürlich Mainz um 1450 und von dort ausgehend der vollständige oberdeutsche Raum. Sie sehen das hier sehr deutlich, dass der Export der Medienrevolution des Buchdrucks in den Norden erst später erfolgte und nicht unbedingt schnell. Ausgehend von Merseburg wird zum Beispiel ab 1481 auch in Leipzig gedruckt und noch etwas früher, 1465, bereits in Lübeck. Zentrum des Buchdrucks bleibt aber Oberdeutschland. Abgesehen davon, dass nun gedruckt wird, wird auch zunehmend mehr in deutscher Sprache gedruckt. Nach und nach nämlich löst die deutsche Sprache die lateinische Sprache in den Drucken ab. Allerdings ist diese Aussage mit Vorsicht zu genießen, denn erst ab 1680 ist die Zahl der Drucke in beiden Sprachen gleich. Ebenfalls deutlich zu erkennen ist, dass die Gesamtzahl der deutschen Lutherdrucke einen erheblichen Anteil an den Drucken überhaupt einnimmt. Man wird mit Recht behaupten dürfen, dass die Ideen und Schriften Martin Luthers nicht so starke Verbreitung gefunden hätte ohne die Erfindung des Buchdrucks. So haben beide voneinander profitiert, zum einen die Reformation, zum anderen der Buchdruck. Die 95 Thesen soll Martin Luther der Legende nach am 31. Oktober 1517 eigenhändig an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben, wofür es jedoch keine Augenzeugen gibt, sondern nur zwei narrative Quellen, die davon berichten. Wie dem auch sei, Sie sehen hier die Einleitung, die Übersetzung der Einleitung zu den 95 Thesen, die durch die Lutherstiftung vorgelegt worden ist. In der Tat hat Martin Luther diese Thesen nicht in Deutsch veröffentlicht, sondern in Lateinisch, wie Sie ja an einem frühen Druck der Thesen aus Zeit sehen können. Das soll gleichzeitig Indiz dafür sein, für wen Luther diese Thesen druckte, nämlich nicht zur allgemeinen Verständigung und zum Aufruf zur Revolution, sondern um einen akademischen Diskurs anzustrengen, der unter Kollegen geführt wird. Sie sehen, dass er möglicherweise auch hier nicht von vornherein beabsichtigte, die Reformation in Gänze anzustoßen, sondern dass es ihm tatsächlich um einen inneren Diskurs und eine Diskussion in der römischen Kirche ging. Nichtsdestotrotz, er blieb unbelehrbar. Der Augustiner Luther ging so weit, dass er schließlich für vogelfrei erklärt wurde und fliehen musste. Ebenfalls der Legende nach entführte ihn Friedrich der Weise auf die Wartburg bei Eisenach und brachte ihn da in Sicherheit. Dort begann er mit der Übersetzung der Bibel und im September 1522 legte er das Neue Testament in Übersetzung vor, das sogenannte September-Testament. Es wurde gedruckt in einer Auflage von 3000 Exemplaren, die sich recht zügig durchverkauften, sodass bereits im Dezember eine neue Auflage in den Verkauf ging. In den Jahren danach begann er mit den Übersetzungen auszugsweise einzelner Bücher des Alten Testaments und er konnte 1533 respektive 34 die erste Vollbibel vorlegen, die Altes und Neues Testament enthielt. Was aber war das Besondere an der Übersetzungstätigkeit Martin Luthers? Seine Bibel ist keinesfalls die erste, die in deutscher Sprache erschien. Wir wissen von vielen zahlreichen Übertragungen, Übersetzungen, Evangelien, Harmonien bereits seit althochdeutscher und altniederdeutscher Zeit. Das Besondere an Luthers Übersetzung war, dass er, man würde heute sagen, pragmatisch übersetzt hat. Das heißt, funktional orientiert am Sprachgebrauch seiner Adressaten und nicht an der Vorlage orientiert. Sie sehen hier Verbesserungen und Entwürfe des Psalms 23, und zwar des ersten und zweiten Verses, von 1523, 1524 und aus dem Letztdruck der Bibel von 1545. Wir werden uns diese im Seminar im Detail anschauen. Wichtig daran ist, dass man allgemeine Tendenzen der Übersetzungstätigkeit Martin Luthers ausmachen kann. Zunächst jedoch wird seine Rolle für die Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache gern überschätzt. Er ist keinesfalls der Monolith, der im Alleingang die Sprachentwicklung weiter vorangetrieben hat. Allerdings hat seine Lutherbibel oder seine Bibel einen großen Einfluss auf die Sprachentwicklung. Das will niemand verleugnen. Das Besondere an seiner Übersetzungstätigkeit ist, dass er den Sinn des Urtextes zu erfassen sucht und auf wortwörtliche Übersetzungen verzichtet und stattdessen zum Beispiel Modalwörter einpflegt, die dem Verständnis dienen.
Er orientiert sich am hypotaktischen Stil, setzt aber auch noch Parataxen ein. Auch das dient im Wesentlichen der besseren Verständlichkeit des übersetzten Textes, wie auch die Ersetzung von nominalen durch verbalen Fügungen. Zahlreiche Begriffe erhalten durch Luther eine neue Prägung, hier zum Beispiel die positive Umdeutung des Begriffs Arbeit, andere schafft er selbst neu, wie Herzenslust oder Glaubenskampf. Springen wir von Luther an dieser Stelle, man könnte noch zahlreiche andere Dinge dazu sagen, dafür ist aber nicht der zeitliche Raum, ins 17. Jahrhundert und zu den da angesiedelten Sprachgesellschaften, die ein gesteigertes Sprachbewusstsein verbinden mit einem Kulturpatriotismus. Hier ging es im Wesentlichen darum, zu erweisen, dass das Deutsche seinen Rang neben den romanischen und vor allen Dingen den heiligen Sprachen einnimmt. Die Frage danach, welche Sprache wohl Adam gesprochen habe oder gar die Engel, ist nur eine, die sich vor diesem Horizont stellt. Neben diesen spekulativen Zugängen ist es so, dass wir wahrscheinlich die ersten durchschlagenden Grammatikschreibungen zu dieser Zeit in den Sprachgesellschaften finden. Hier als Beispiel die fruchtbringende Gesellschaft, auch Palmenorden, die als bedeutendste und einflussreichste Sprachgesellschaft im Reich gelten kann. Ihre Mitglieder suchten nach der Herstellung der Sprachrichtigkeit des Deutschen und typische Vertreter zu dieser Zeit sind Justus Georg Schortheus, Christian Quaintz und Georg Philipp Harsdörfer. Im Seminar werden wir uns einzelne Beispiele der Tätigkeit der Mitglieder dieser Sprachgesellschaften noch genauer anschauen. Diese zwei Beispiele, nämlich einmal die Übersetzungstätigkeit Martin Luthers am Beginn des 16. Jahrhunderts auf der einen und der Tätigkeit der Mitglieder der fruchtbringenden Gesellschaft auf der anderen Seite, habe ich nicht umsonst ausgewählt. Die sollen exemplarisch dafür stehen, wie eine neue Schreibvarietät zu einer der Prestigevarietäten in früher norddeutscher Zeit aufsteigt. Sie sehen hier zur Wiederholung noch einmal die Gliederung des Sprachraums in Mittelhoch- und Mittelniederdeutscher Zeit. Auf der einen Seite haben wir einen oberdeutschen Sprachraum mit den Dialektregionen Alemannisch und Bayerisch. Daneben etabliert sich der ostmitteldeutsche Sprachraum und davon abgegrenzt der mittelniederdeutsche Sprachraum und der mittelniederländische Sprachraum. Und diese entspricht im Wesentlichen auch den überregionalen Prestigesprachen, die wir für das Frühneuerdeutsche ausmachen können. Zum einen ist es die osthochdeutsche Schreibsprache, das sogenannte Meißnische ab dem 15. Jahrhundert, das auf der Basis von ostmitteldeutschen und ostoberdeutschen Dialekten entsteht. Dann auf der anderen Seite die Sprache der Hanse mit dem Zentrum Lübeck und dem Mittelniederdeutschen vom 14. bis 17. Jahrhundert. Auch das hatten wir bereits in einem Screencast zum Mittelniederdeutschen ausführlicher besprochen. Daneben für den oberdeutschen Raum das sogenannte Gemeindedeutsch mit dem Zentrum in der Handelsstadt Augsburg und die Verkehrssprache des Mittelniederländischen ab dem 13. Jahrhundert, das sich nach und nach auch zur eigenen Literatursprache entwickelt ab dem 15. und 16. Jahrhundert. Zu den sprachlichen Besonderheiten des Frühneuhochdeutschen ausgewählt habe ich für Sie eine Quelle, die typisch prototypisch ist für die Institutionalisierung und Entwicklung der Städte, nämlich eine sogenannte Feuerordnung aus der Stadt Dresden von 1608, an der ich auf einige Phänomene des Frühneuhochdeutschen hinweisen kann und will. Andere werde ich an diesem Textauszug Ihnen nicht illustrieren können, die möchte ich aber zumindest erwähnen. Zunächst zu Orthographie und Graphematik. Auffälligstes Zeichen für frühere Texte ist die zunehmende Großschreibung. Diese erfolgt noch nicht systematisch und zum Beispiel auf bestimmte Wortarten bezogen, wie Sie an diesen wenigen hier markierten Beispielen sehen können. Man spricht für das Frühneuhochdeutsche auch von einer sogenannten Majuskelschwemme. Weiteres Merkmal frühneuhochdeutscher Texte ist das Anzeigen von Vokalquantitäten, das heißt Längen und Kürzen. Zum einen Überdehnungszeichen E und H, beziehungsweise grundsätzlich Doppelvokal auf der einen und Doppelkonsonant auf der anderen Seite. Ebenfalls in frühneuhochdeutscher Zeit werden zunehmend die Umlaute gekennzeichnet. Wichtiges Kennzeichen ostmitteldeutscher Texte ist, dass A-Umlaut nicht markiert wird. Das setzt sich erst relativ
spät durch. Alle anderen Umlaute, Sie sehen hier markiert, vor allen Dingen U-Umlaut, sind bereits markiert. Aus der Wirgel entwickelt sich nach und nach das Komma. Im 16. Jahrhundert wird das Fragezeichen eingeführt und im 17. Jahrhundert setzt sich auch das Ausrufezeichen durch. Wie Sie allerdings sehen, sind einzelne frühhochdeutsche Texte in der Hinsicht keinesfalls konsequent. Eingekreist sind zwei Positionen, nämlich die Einleitung von Nebensätzen, während im ersten Fall kein Zeichen diese Einleitung eines Nebensatzes markiert, wird im zweiten Fall die Wirgel gesetzt, die hier bereits als Grenze zu interpretieren ist für die Einleitung des Nebensatzes. Auch wenn es in diesem Textbeispiel nicht so deutlich heraustritt, so fallen frühneuhochdeutsche Texte durch eine unglaubliche Variantenvielfalt in der Schreibung auf. Harsdorfer wird es später als Letternhäufelung bezeichnen. Hier markiert sind vor allen Dingen Konsonantenhäufungen wie in Auf, in Leitern oder die Differenz in der Schreibung des Modalverbs sollen, einmal im Singular als soll, also mit einfachem Konsonant und dann mit verdoppeltem Konsonant in Plural. Das wichtigste Merkmal in Bezug auf die Phonetik und Phonologie ist mit Sicherheit die neuhochdeutsche Diphthongierung und Monophthongierung. Einige Beispiele habe ich Ihnen markiert. Achten Sie bitte darauf in der Analyse und Beschreibung von Texten, dass Sie nicht auf falsche Freunde, könnte man sagen, hereinfallen. Hier markiert ist für Sie Leitern, das sich von Althochdeutsch Chleiterer ableitet. Das heißt, hier liegt der Diphthong eben schon wesentlich früher vor. Beziehen Sie tatsächlich sich auf die Merksätze Min Nüves Hus zu Mein Neues Haus und Liebe Gute Brüder und suchen Sie tatsächlich nach lexikalischen Einheiten, an denen Sie sich die neuhochdeutsche Diphthongierung und Monophthongierung vergegenwärtigen können und auch anzeigen können. Ein weiteres wichtiges Phänomen in frühneuhochdeutschen Texten ist die sogenannte Dehnung des Vokals in offener Tonsilbe. Hier markiert ist für Sie das Adjektiv ledig in der Gruppe ledigen Händen. Anders als die Kürzung, die nicht systematisch ist und in der Kombination vor allen Dingen vor HT und R und Konsonant auftritt, finden Sie Phänomene der Dehnung in fast jedem frühen neuhochdeutschen Text. Ein weiteres Merkmal im Bereich der Phonetik und Phonologie ist die sogenannte Rundung, das heißt auch Labialisierung. Müssen Sie sich vorstellen, dass man bei dem Sprechen die Lippen vorstülpt und spricht auch von einer Konstriktion der Lippen. An zwei Beispielen hier markiert, man spricht eben nicht von Gulden, sondern von Gülden und nicht von Spritze, sondern von Sprütze. Wenn man bei der Analyse von Texten, die dem Althochdeutschen nachfolgen, überhaupt nicht mehr weiter weiß, dann hilft ein Phänomen immer, der sogenannte Nebensilbenvokalismus. Durch die Festlegung des Wortakzents auf die Stammsilbe werden alle Nebensilben nach und nach abgeschwächt bzw. abgebaut. Ich habe Ihnen hier drei Beispiele ausgesucht, nämlich einmal die Apokopierung von E in Unde und Dämme. Das heißt, hier wird die Nebensilbe komplett abgebaut und die Abschwächung der Nebensilben im Plural in Händen. Dem entgegenläuft eine Tendenz, die für das Ostmitteldeutsche das Meißnische typisch ist. Das ist das sogenannte lutherische E. Das lutherische E, dieser Begriff, ist ein Kampfbegriff der Gegner Luthers, das heißt geprägt vor allen Dingen aus dem oberdeutschen Raum, und er markiert ein Merkmal, das typischerweise die Flexion von Verben, also die Konjugation, betrifft. Hier werden vor allen Dingen die Nebensilben in der dritten Person Singular erbringet. Das hören Sie manchmal, wenn jemand bewusst betont auf Mittelalterfesten einen offiziellen Text verliest, ja, bringet mir das Essen. Hier diese Nebensilbe in bringet ist typischerweise für das Ostmitteldeutsche eben nicht abgebaut, sondern erhalten. Sie sehen aber auch hier, dass es diese Texte im Frühneuhochdeutschen aus dem Ostmitteldeutschen Raum nicht konsequent sind. In gereicht zum Beispiel ist die Nebensilbe abgebaut. Das ist das Phänomen des lutherischen E. Also das heißt, dass dieses E nicht synkopiert wird. Grundsätzlich kann für das Frühneuhochdeutsche gesagt werden, dass im Bereich der Morphologie und der Syntax es vor allen Dingen um die Reduktion von Varianten geht. Ich möchte hier zwei Phänomene genauer aufgreifen, nämlich die
athematischen Verben. Sie sehen hier markiert aufgehen, das seine Einsilbigkeit verliert. Und zentral für das Frühneuhochdeutsche ist die Ausbreitung periphrastischer Verbalformen im Bereich der Zeitenbildung, also im Bereich mit Hinblick auf Futur, Perfekt und Plusquamperfekt und hier typischerweise auch ein Ausbau der Modalkonstruktion, am Beispiel und sollen müßige Personen mit Ernst abgetrieben und allda nicht geduldet werden. Aus der Nebensilbenabschwächung resultiert im Bereich der Substantivmorphologie ein Rückgang der Kasuskennzeichnung. Auch das ist jetzt für Sie nicht wirklich neu. Im Mittelniederdeutschen war eine ähnliche Tendenz zu beobachten. Und dagegen ist für das Frühneuhochdeutsche ein Ausbau der Numerus-Opposition zu beobachten. Das heißt, Plural- und Singularformen eines Wortes werden durch morphologische Markierung stärker gekennzeichnet. Kommen wir nun aber zur Syntax. Hier finden die tatsächlich relevanten Veränderungen und Stabilisierungen im Frühneuhochdeutschen statt. Also als wenn Sie Frühneuhochdeutsche Sprache analysierten, konzentrieren Sie sich auf die neuhochdeutsche Monophthongierung und Diphthongierung, des Weiteren auf die Nebensilbenabschwächung, die Verb- und Substantivmorphologie und die Syntax. Typischerweise wird im Frühneuhochdeutschen die Nominalgruppe weiter ausgebaut durch zahlreiche Attribuierungen. Hier im Text liegt es, weil es ein sehr knapper institutioneller Text ist, eher nicht vor. Hier als einzige Form haben wir die ledigen Hände und die müßigen Personen. Daneben findet ein Stellungswechsel des adnominalen Genitivs statt, das heißt, er wird tatsächlich nachgestellt. Die Satzgliedfolge wird verbindlicher und vor allen Dingen wird der Verbalkomplex komplexer. Wir finden im Frühneuhochdeutschen bereits vier- und fünfgliedrige Verbalkomplexe, das ist nicht untypisch. Das zeige ich jetzt Ihnen hier an Beispiel noch einmal. Für die komplexen syntaktischen Strukturen soll der erste Satz als Beispiel gelten. Das ist ein kompletter satzwertiger Ausdruck mit mehreren Einschüben, der ein geschlossenes Syntagma bildet. Und als typischerweise subordinierende Konjunktion in diesem Text sind do, sondern und sobald als Nebensatz einleitend markiert. Neben der neuhochdeutschen Monophthongierung, Diphthongierung, der Ausbau der verbalkomplexe Veränderungen in der Morphologie und Syntax, auch das wurde bereits schon deutlich, ist die sogenannte Rahmenbildung der wichtigste syntaktische Regulierungsprozess im Frühneuhochdeutschen. Kurz gesagt, stabilisiert sich hier das, was Sie kennen als die sogenannte Satzklammer, also den Satzrahmen. Und im Hauptsatz wird die verbale Klammer durch die Zweitstellung des finiten Verbs und das Auseinanderrücken mehrerer zusammengehöriger Glieder des Verbalkomplexes erreicht. Die finite Verbform steht hier immer in Zweit- bzw. Erststellung und im Nebensatz steht die infinite und die finite Verbform am Ende des Satzes. Hier markiert zunächst zwei Hauptsätze. So soll dem ersten, der eine Bitte Wasser bringe, 2 Gulden, dem anderen 1 Gulden, dem dritten 3 Ort und dem vierten 1/2 Gulden gereicht werden. Die Klammer erstreckt sich hier über ein komplexes Syntagma. Und auch wenn es in diesem kurzen Textabschnitt einer Feuerordnung von 1608 an Nebensätzen eher mangelt, möchte ich Ihnen noch ein Beispiel zeigen. Und sollen müßige Personen, die nicht Ehren helfen wollen, mit Ernst abgetrieben und allda geduldet werden. Hier sehen Sie eingeschoben in einen Hauptsatz einen Nebensatz mit dreigliedrigem Verbalkomplex. Und das finite Verb steht an Satzende des Nebensatzes. Damit möchte ich den Screencast zum Frühneuhochdeutschen beenden mit den Schlaglichtern auf die historische Entwicklung und den wichtigsten sprachlichen Besonderheiten des Frühneuhochdeutschen. Es gibt noch zwei Themenbereiche, die wir im Seminar genau besprechen müssen. Das ist zum einen der Bedeutungswandel, also das heißt die Bedeutungsentwicklung, die wir nun auf der Basis althochdeutscher, altniederdeutscher, mittelhochdeutscher, mittelniederdeutscher und frühneuhochdeutscher Texte sehr gut beschreiben können. Und auf der anderen Seite das Phänomen der Entlehnung, das heißt der Übernahme aus nicht indigenen Wortmaterials in die eigene Sprache. Auch das werden wir im Seminar detaillierter besprechen an Beispielen. Ich wünsche Ihnen einen guten Einstieg in die Woche und wir sehen uns dann in der nächsten Sitzung. Bis dahin, tschüss.